Paul Taaff und das gesamte Team von FPS Finance People Solutions, Ihrem Partner für die Besetzung von CFO und Führungspositionen in der Finanzabteilung, präsentieren Ihnen Finance TV. If you have the right people, you cannot prevent success. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance TV. Es war Anfang 2022, als der Kredit- und Kautionsmakler Kracher eine neue digitale Plattform zum Management von Avalfinanzierung auf den Markt gebracht hat. Und wir fragen uns jetzt, 2 Jahre nach dem Start, wie funktioniert dieses Produkt? Ist das vielleicht ein neues kleines 360T? Und vor allem, warum digitalisiert sich der Markt für Avalfinanzierung erst jetzt? Die Fragen beantwortet uns hoffentlich der Gründer und CEO des Unternehmens. Herzlich willkommen bei Finance TV, Alfons Maria Kracher. Hallo Hetschnick. Danke, dass ich hier sein darf. Gerne. Die erwähnte digitale Plattform, die Sie gelauncht worden, heißt Surety Manager. Wir hören aus dem Markt, dass es jetzt gerade Fahrt aufnimmt, diese Plattform. Aber bevor wir in der Tiefe darüber sprechen, erklären Sie uns doch erstmal, was ist der Surety Manager und warum setzen den Ihre Kunden oder Finanzabteilung ein? Ja, der Surety Manager ist ein Verwaltungsprogramm. Auf der einen Seite, es ist so, man muss sich das so vorstellen, viele Unternehmen haben Excel-Dateien heute noch, wo sie einfach ihre Avale verwalten. Das wird an einer Stelle jetzt in einer Datenbank verwaltet. Der Surety Manager hat zudem ein Kalkulationstool, wo er jedes einzelne Aval kalkulieren kann. Er kriegt einen Auswurf, wenn er eine Zahl eingibt, eine Bürgschaftssumme. Der Surety Manager ist ein Multifunktionskanal. Heute müssen Sie sich vorstellen, dass Sie bei der Deutschen Bank, bei der R&V oder bei der Zürich sich immer jedes Mal anmelden müssen, um einen Online-Aval abzurufen. Und hier haben Sie eine Maske, mit der Sie nur einmal sich anmelden und haben damit eine Gesamtverwaltung. Wie viele Nutzer nutzen das Tool im Moment? Aktuell haben wir 60 Nutzer auf dem Portal. Und schon 2 Milliarden an Avalvolumen da drauf und an die 20.000, 30.000 an Avalen. Das hört sich jetzt noch gar nicht so viel an, aber wir haben aktuell auch weitere 50 Kandidaten, die gelauncht werden. Wie viele Avalgeber sind denn angeschlossen, also Banken und Versicherungen? Versicherer sind eigentlich alle Deutschen angeschlossen. Wir haben mit manchen direkte API-Schnittstellen. Mit manchen, sage ich mal, läuft das noch halbautomatisiert. Und mit den Banken haben wir eine neue Schnittstelle jetzt seit 2 Monaten mit DVS, Digital Vault Service. Und hier steuern wir unsere Avale dann über die Schnittstelle mit DVS. Und die sind ungefähr an 15, 20 Banken angeschlossen aktuell. Unter anderem zum Beispiel eine Deutsche Bank und ich glaube auch die UniCredito, um sie jetzt mal eine zu nennen. Warum haben Sie mit den Versicherungen angefangen und nicht mit den Banken? Ja, wir sind nun mal Makler im Bereich Kaution. Das hat sich natürlich nahegelegt, dass wir hier einen besseren Zugang erstmal hatten zu den Versicherern und haben aber ganz am Anfang schon von vor 2, 3 Jahren mit den Leuten von DVS schon immer Kontakt gehabt und haben dann einfach gesagt, wir werfen die Sachen zusammen. Unsere beiden Kampagnen tun sich überhaupt nicht kannibalisieren, sondern ergänzen uns. Und da sind wir auch sehr froh über diese strategische Partnerschaft. Hat ihr jetzt gerade mitbekommen, DVS ist jetzt, hat einen neuen Gesellschafter zusätzlich bekommen mit Clearstream. Das wird uns natürlich auch nochmal nach vorne bringen. Und bringt uns jetzt auch nach vorne, weil wir natürlich jetzt die Banken mit anbieten können. Sie müssen sich vorstellen, sehr viele unserer Baukunden beispielsweise haben halb und halb, halb Banken, halb Kautionsversicherer, die nur in der Vergangenheit hätten wir dann nur sagen können, nimm die Versicherer. Das hat es nicht gebracht für die Unternehmen. Jetzt ist es so, dass die Kunden beide Seiten benutzen können. Und das war für jemanden uninteressant, der jetzt sowohl Kautions- als auch Banken hatte. Sonst hätte er 2 Systeme fahren müssen. Sind Sie mit der Dynamik zufrieden? 2 Milliarden Euro Volumen, 60 Kunden nach 2,5 Jahren auf der Plattform? Aufgestanden nicht wirklich. Ich hatte mir versprochen, dass wir so an die 7 bis 8 Kunden pro Monat anbinden können. Die Dynamik, Sie sehen ja, wir haben einen Stau sozusagen von 50 Stück, ist tatsächlich aber angelandet aktuell bei 4 bis 5 pro Monat. Liegt an dem extremen Paperwork, was wir für die Initialisierung haben, das natürlich auch die Kunden fordert. Aber sie machen es. Was sind denn die Herausforderungen jenseits der Paperwork bei dem Ausrollen der Plattform und beim Bauen der Schnittstellen vor allem? Die Schnittstellen, das ist eine gute Frage. Also die Schnittstellen, also gib mal ein Beispiel. Wir haben die Herausforderung,
Mit der Allianz Trade haben wir zum Beispiel eine API-Schnittstelle gemacht in einer wahnsinnigen Zeit. Die waren völlig offen für dieses Thema, haben das überhaupt nicht als Kannibalisierung gesehen, obwohl wir ja Dinge haben wie ein Kalkulationstool dahinter. Ne? Man könnte ja sagen, ich kannibalisiere den Markt. Aber eine Frau Heimanns von der Allianz hat nur gesagt, ja, das kann sich doch jeder als Excel auch so bauen. Es wird doch egal, ob du es jetzt im Tool hast oder einer in Excel fährt. Und das Gleiche gilt für, sagen wir mal, für die Rückrufe von Avalen. Da haben wir Alert-Funktionen, da sagt sie, naja, gut, so ist es halt eben. Ne? Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten. Ein anderer Versicherer, den ich jetzt mal namentlich nicht nenne, der hat gesagt, oh, du kannibalisierst mich. Ja, eigentlich will ich dir gar nicht diese Schnittstelle geben. Also so sieht man, wie die Wahrnehmung der Digitalisierung gerade läuft. Ich kann mir noch ein anderes Problem vorstellen. Die öffentliche Hand ist ja ein sehr großer Auftraggeber von Bauaufträgen. Jetzt hört man ja viel über die Digitalisierung der Ämter und nicht so viel Positives. Die beste Schnittstelle bringt ja nichts, wenn sie ins Leere greifen auf der anderen Seite. Ist das ein Problem? Das ist ja dann gehen wir ja von der Ausstellung der Avale aus. Da ist zum Beispiel die beiden TrustLog und die, Digital Full Service, sag ich mal, schon fast führend. Und hier sind die ersten Initiativen auch fruchtend. Ich habe heute Morgen nochmal nachgefragt, weil ich immer den Namen verwechsel. Die Autobahn GmbH, ne, der Bundesrepublik Deutschland, akzeptiert in der Zwischenzeit digitale Avale. Also wir sind hier am Aufforsten. Das ist ein langes, also ein breites Brett und ein langer Weg, bis wir das alles hinkriegen. Aber man muss natürlich mal anfangen. Und hier sind ja die ersten Dinge getan. Nur um mal zu sagen, wie im digitalen Tiefschlaf wir sind, damit man mal ein Gefühl dafür kriegt, die Italiener schießen schon seit 40 Jahren an alle ihre Ämter die Avale digital. Die Italiener? Ja. Auf die hätte ich jetzt nicht getippt als digitale Vorreiter, aber das zeigt tatsächlich Nachholbedarf aus. Jetzt hat mich eine Sache gewundert. Die Nutzung des Surety Managers ist für Ihre Kunden kostenlos. Was ist denn das Geschäftsmodell hinter dem Produkt für Graha? Ja, unser Geschäftsmodell ist relativ simpel. Ne? Wir verdienen unser Geld darüber, dass der Kunde bei uns halt eben ist. Wenn wir ein Maklermandat bekommen von dem Kunden, dann subventionieren wir das darüber, hat aber auch Vorteile für uns. Wenn wir für den Kunden beispielsweise Banken- und Avalspiegel erstellen müssen bei Quartalsberichten, müssen wir die heute nicht mehr abrufen, sondern wir drücken nur noch auf einen Knopf und haben die in Echtzeit, die Avalspiegel. Und das macht natürlich auch ich sag mal, Arbeitsersparnis aus bei uns. Natürlich investieren wir etwas mehr rein, aber wir wollen ja auch Forschung und Entwicklung treiben. Und das ist halt ja, unser Geschäftsmodell. Ne? Wir sind ja halb ein Softwarehaus mittlerweile. Also ein Service für Ihre Kunden, kurz gesagt. Ja. Kommen wir zum Schluss zu den drei Fragen von Finance TV mit der Bitte um die ganz kurze Antwort. Für die erste Frage hätte ich eine Zahl gerne von Ihnen. 2,5 Jahre nach dem Start nutzen, wie erwähnt, 60 Kunden die Plattform. Wie viele Nutzer wollen Sie denn bis Ende nächsten Jahres haben? Haben wir tatsächlich die Tage drüber gesprochen. Also wenn alles gut läuft, würde ich auf 150 tippen. Das wird durch die Schnittstelle mit den Banken eine neue Dynamik kriegen. Dann haben wir aber, das ist so ein bisschen ein Hockeystick, eine exponentielle Kurve. Mal gucken, ob das klappt. Die zweite Frage, eine Ja-Nein-Frage. Rechnen Sie damit, dass sich im Markt noch ähnliche Plattformen dieser Art unter der Regie von Wettbewerbern etablieren werden? Das kann sein. Und die letzte Frage, noch eine Ja-Nein-Frage, die wird für Ihre Kunden wahrscheinlich die interessanteste sein. Wird der Surety Manager bis auf Weiteres kostenlos bleiben? Natürlich. Natürlich, okay. An den Worten müssen Sie sich messen lassen. Ja, Kracher, jetzt ist es auf der Kamera und im Netz. Aber ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie bei uns waren und uns mal einen Blick in die Arbeitskammer der Digitalisierung, der Wahlfinanzierung gegeben haben. Und wenn die Italiener 40 Jahre voraus sind, ist tatsächlich noch ein bisschen was zu tun. Danke für Ihren Besuch bei Finance TV. Danke Ihnen auch fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht und schauen Sie gerne nächste Woche wieder rein bei Finance TV. Bis dahin alles Gute und auf bald.